Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Demo. Ich musste sofort an YouTube denken und an Garden Life, als ich dieses Spiel entdeckt habe. Botany Manor ist ein Spiel, wo es um Blumen geht. Ich dachte, damit bin ich auf YouTube genau richtig. Wir spielen aktuell die Demo. Und diese Demo, ich weiß gar nicht, ob das komplette Spiel auch nur in Englisch verfügbar ist, so wie eben die Demo. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zum Problem wird. Da ich nicht weiß, wie lange diese Demo geht, werde ich das jetzt wohl an einem Rutsch aufnehmen und dann hinterher schneiden. Also es kann sein, dass es nicht in jeder Folge ein Hallo und Tschüss gibt. Mal gucken. Und jetzt machen wir einfach mal los, oder? Neues Spiel. Ich wäre dafür. Okay, es ist ein bisschen ruckelig. Mal gucken, ob sich das noch bessert oder ob das so sein soll. Eigentlich sollte es grafiktechnisch nicht so anstrengend sein für meinen PC. Aber wir schauen mal. So, das ist anscheinend das Gewächshaus. Wartet mal, es stört mich. Ist schon nur auf High. Warum? Das ist ja noch schlimmer. Logischerweise, weil ich V-Sync runtergeschraubt habe. Oh. Das ist doch viel, viel smoother. Das ist jetzt nur noch Vollbildfenster und nicht mehr Vollbild. Ja, verstehe den Unterschied. Also, wir lesen erstmal. Wir können Textoverlay machen, aber ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut lesen. Lady Arabella, we're so happy to have you back at... Soll ich es auf Englisch vorlesen? Ich weiß es nicht. Ich sag's einfach. Oh, ich übersetze es. Ich versuche es einfach zu übersetzen. Lady Arabella, wir sind froh, dass Sie zurück sind in Botany Manor. Und wir hoffen, Sie hatten einen wunderbaren Trip, Urlaub, Ausflug. Während Ihrer Abwesenheit sind leider ein paar sichere Dinge schiefgegangen. Aber wir... Sie können sicher sein, wir haben unser Bestes getan. Und wir hoffen, dass dies nicht allzu großen Einfluss auf Ihre Forschung heute hat, Bennett. Okay. Wir haben ein Paket. Komm. Vergessene Blumen. Ein Herbarium von uns. Liebe Arabella Green, okay, vielen Dank, dass Sie vergessene Blumen erneut vorgeschlagen haben. Bitte senden Sie dieses leere Herbarium zurück zu uns, wenn Sie Ihre Forschung abgeschlossen haben. Und wir melden uns mit einem Angebot. Irgendwie verstehe, warum leeres Herbarium? Oh Gott, Flora. erforscht und ausgefüllt. Meine Übersetzungsskills sind gerade so schlecht, ich weiß nicht warum. Von Arabella Green.
Grundrisse. Es gibt 5 Kapitel. Hinweise. Oh, okay. Ich bin gespannt. Wir gehen einfach mal raus. Es ist ein bisschen neblig oder staubig hier drin. Eine neue Pflanze hinzugefügt. Oh. Okay. Wir stellen den Topf auf einen Untertopf, füllen Erde hinein, pflanzen den Samen und wässern ihn. Windmill World. Ich möchte in der Mühlen World wachsen, um die schmutzige Luft zu filtern. Aber ich muss zuerst die nötige Temperatur, die Temperaturbedingungen für die Pflanze herausfinden. Und ich habe noch nicht alle Hinweise. Okay, das ist der Topf, das ist die Erde, das sind weitere Töpfe. Das scheint der Ofen zu sein. Ja, wir sind dem industriellen Smog zum Opfer gefallen. Ich kann kaum sehen. Ja, mehr ist da nicht. Eine Postkarte von Marianne. Liebste Arabella. Auf einer Wandertour kam ich an der Windmill World, einer Flower, vorbei. Und einige Einheimische erzählten mir, dass diese Blume luftreinigende Qualitäten hat. Aber sie blüht selten wegen der Temperaturbedingungen, die sie hat. Vielleicht könnte diese Blume mit dem Smog, mit der Smogverschmutzung helfen. Ja. Clues. Wichtige Hinweise werden zum Herbarium hinzugefügt, wo ich diese den Pflanzen zuordnen kann. Falls du feststeckst, Hinweise verfolgen hilft dir, dein Herbarium zu organisieren und deine Forschungsergebnisse zu validieren. Ja, ich verstehe gerade noch nicht so richtig. Ach, hier. Wie komme ich hier zurück? Hier. Also ein Hinweis für die Windmill World ist ja die Postkarte. Die hat uns gesagt, Temperatur ist wichtig. Oh, okay. Da, also Sizilien. Temperaturübersicht. Grassland, Meadow, Coastal, Volcanic, Woodland. Also Sizilien. Warte mal, was war das hier nochmal? Wo war sie unterwegs? Okay, wir wissen von ihr nur während der Wanderung. Also könnte bergig sein. Auf Sizilien. Ist es dann Volcanic? 60 Grad? Uiuiuiui. Ja, Volcanic Flower. Okay, warte, dann haben wir aber hier noch einen weiteren Hinweis. Nee, warte, das war gar nicht... Stopp! Wo war... Nee, warte, hier.
Was sagt mir das jetzt? Wir haben die Requirements. Was ist... Das ist doch aber hier ein Ofen, oder? Inspect. Okay. Kann ich das jetzt hier davor stellen? Oh, ich dachte, ich muss die 60 Grad noch irgendwie einstellen. Jetzt weiß ich auch, warum sie Windmill Word heißt. Aber was ist der andere Kessel? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Okay, also dann kriegen wir hier quasi nochmal eine Zusammenfassung von all dem, was wir gerade schon rausgefunden haben. War cool. Warte mal, kann ich das wieder ein bisschen runterdrehen? Das war bei 20, da ist es nicht so laut. Guckt, wie schön das hier ist. Oh, ich möchte all die kleinen Kakteen haben. Okay. Wir haben die erste. Oh mein Gott. Das ist das komplette Gelände. Wir sind erst hier. Okay. Cool. Das heißt, jetzt können wir weitergehen, weil wir haben hier den Smog entfernt. Ich möchte mir alles angucken. Da sind Pilze. Den kann ich aber nichts machen. Zeichnungen. Hier guckt man ein bisschen gegen die Wand. Schön aus, oder? Ah. Ancient Garden. Okay, wir sind gerade schwer am Recherchieren und Forschen und bitte alle Lieferungen hier lassen und die Glocke läuten. Das ist unser Zuhause. Was passiert jetzt hier? Nix. Aber es kann vielleicht sein, dass wir hier immer mal gucken müssen,
wenn wir Sachen für unsere Forschung geliefert bekommen? So, oder so Hinweise oder Aufträge? Ah, ich bin ja sehr gespannt. Und einfach wieder direkt den richtigen Weg zuerst gegangen. Und den Schlüssel geholt. Wie schön es hier ist. Wir werden halt erst weiterkommen, wenn wir irgendwelche Aufgaben erledigt haben und Schlüssel gefunden. Wir können rennen, das finde ich auch gut. Das ist immer wichtig in einem Spiel, dass du irgendwann, wenn du das alles zu Genüge gesehen hast, einfach rennen kannst, um ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Mein lieber Freund, viel Glück auf deinem Ausflug, auf deiner Reise. Ich wäre dir gern gefolgt und ich wäre gern mit dir gegangen, wie in unseren jüngeren Jahren. Aber deine Geschichten über die Reise bei unserem nächsten Treffen machen das wieder wett. Ich werde nie die Maria Jackson-Passage vergessen, die du mir einst gezeigt hast. Okay. Also, wir machen Fortschritt, auch wenn wir es nicht sofort sehen. Jetzt musst du reisen und du wirst einige interessante Arten selbst entdecken. Ich bin inspiriert und freue mich schon drauf, von dir zu hören. Eleanor. Also irgendwie, in diesem Spiel werden englische Begriffe verwendet, mit denen ich nicht oft zu tun habe. Oh, wenn du in so einer Butze wohnst, hast du es auch geschafft, glaube ich. Aber da wollte ich dann auch Haushälter und sowas haben. Weil ich möchte das nicht sauber machen. Müssen. So ein Riesenhaus. Aber wir gehen dort jetzt rein. Ich glaube, wir sollen dort rein. Ja? Ich denke schon. White Duck. Einfach ein Baum im Haus. Okay. Aber wir haben hier eine andere Station noch. Liebste Arabella. Ein Brief von unserer Schwester. Ich hoffe, der Brief erreicht dich in guter Kondition. Also, Arabella soll gut drauf sein. Unsere Schwester macht sich ein bisschen so, also freut sich mit uns und macht sich ein bisschen Sorgen, weil wir ja nach London reisen, um weiter zu forschen. Es ist Zeit vergangen. Aber wir inspirieren unsere Schwester. Und sie hätte nie gedacht, dass wir nach so langer Zeit miteinander schreiben. Ja, sie freut sich von unseren Fortschritten zu hören und wir sollen ihr mitteilen, ob sie uns irgendwie, wenn wir zurückkommen, helfen kann.
Die Elisabeth. So, aber so richtig weiß ich jetzt noch nicht, wie komme ich jetzt an den nächsten Samen? Hallo? Zwei neue Pflanzen hinzugefügt. Oh. Ich stehe sogar immer dabei, wo ich was finde. Mir gar nicht aufgefallen. Okay. Also, gehen auf die Suche nach Hinweisen. Samen haben wir schon mal gefunden. Kameraexperiment 1. Ich habe mir eine neue Kamera und einen Blitz gekauft. Sieht ein bisschen blurry aus. Und ich muss mir die Kameraeinstellungen mal anschauen. Das war schon besser. Das Bild ist so dunkel, kaum oder unmöglich zu sehen, unmöglich die Blumen zu sehen. Ich kann kaum glauben, wie schnell mein Vorrat an Blitzpuder aufgebraucht war. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Bild. Sieht so aus, als verstehe ich die Kamera langsam. Oh, unsere Eltern. Müssen die ja richtig mit Chemikalien arbeiten? Es sind ganz viele Bücher übers Zeichnen. Wow. Okay. Es gab keltische Stämme, da gab es ein Coming-of-Age-Ritual. Das bedeutete, wenn man alt genug war, musste man dieses Ritual abhalten, um zu beweisen, dass man es noch wert war, im Stamm zu bleiben. Eins der Rituale involvierte, kann ich hier umblättern? Ja, oder? Eine Blume aus dem Wald zu holen. Aber nicht irgendeine Blume natürlich. Der Suchende musste die Fulguria finden. Und die blüht nur während Gewitter. Man musste einen kühlen Kopf bewahren, während Blitze und Donner um einen schossen. Und das war der ultimative Test des Mutes. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Das kommt zur Fulguria. Finden wir uns jeweils wieder hier raus aus diesem Haus? Ich weiß es nicht. Oder sind wir mit unserer Schwester? Warte, da steht hier was drauf. Vom Landwirt Charles haben wir einen Brief bekommen. Lady Arabella. In den letzten Wochen habe ich sehr viele
leuchtende Blitze gesehen, welche aus ihrem Haus kamen. Es hat meine Kühe sehr verschreckt, weil sie dachten, ein Gewitter zieht auf. Meine Milchproduktion hat dadurch einen Schaden genommen. Und wenn Sie es genießen, morgens in Ihrem Kaffee frische Milch zu trinken, empfehle ich Ihnen, das mit diesen Blitzen auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, die Kühe hatten Angst, das ist blöd. Löschpowder. Potassium und Magnesium, 2,2 zu 1 Verhältnis. Das ist doch ein Tipp. Wenn das mal kein Tipp ist. Und hier ist noch eine Fotokamera. Damit können wir Blitze auslösen. Okay. Muss ich das jetzt einmal drücken? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gut. Ah, Ihre neue Lumen-Blitzlampe. Okay, hier ist jetzt die Anleitung, wie wir den Blitzapparat zum Blitzen bekommen. Bitte entschuldigt meine komischen Übersetzungen, aber mein Kopf ist gerade irgendwie kaputt. Wir müssen das Blitzpuder da in den Container füllen, zumachen, Knopf drücken und schon haben wir einen hellen Blitz. Na dann. Weiß jetzt nur trotzdem noch nicht. Da muss ich ja die Pflanze hier irgendwie oder in der Hand halten. Also warte mal. Wir nehmen jetzt. Ja, die ist ja leer. Also, wir brauchten Potassium und Magnesium. Zweimal Potassium, einmal Magnesium. Eins, zwei, eins. Und jetzt? Muss ich das nicht erst irgendwie vielleicht schütteln? Nee, haben wir jetzt geschüttelt. Okay, aber ich brauche ja noch den. Moment. Ich muss ja noch den Samen einpflanzen. Und das Ding, muss ich das jetzt in der Hand halten? Oder kann ich das hier draufstellen? Ja, aber da kommt der Blitz raus. Ich probiere es einfach. Nun, ach so, ich muss ja erst zumachen. Oh. Ach, in die Richtung. Ja, Mensch. Dann machen wir das jetzt nochmal. Ist ja kein Problem. Oh, ich muss natürlich das Reagenzglas. Ich habe das nicht gesehen, dass das in die Richtung. Naja, egal. Wartet mal, muss mal kurz gucken.
weil hier ist gerade Action auf dem Handy. Ah, okay. Betrifft mich nicht. Gut, also zweimal. Und einmal das. So, dann machen wir das hier wieder rein. Klappe zu. Und jetzt. Oh, die ist auch schön. Okay. Lass ich. Wir haben eine Lieferung bekommen. Lass ich die jetzt einfach hier stehen? Okay, wir kommen ganz schnell. Die Musik macht mich nervös. Komme. Oh nein, jetzt möchte ich mehr spielen. Also, das Spiel ist auf jeden Fall nicht so, wie ich gedacht habe. Also, irgendwie ist es ganz cool. Man muss so ein bisschen mit Rätseln, aber ist jetzt nicht so das, was ich dachte, was man vielleicht gemeinsam im Stream spielen könnte, ne? So wie Garden Life zum Beispiel. Vielleicht spiele ich das Spiel irgendwann mal. Aber jetzt dann nicht gleich sofort. Wie gesagt, ich habe es mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber dafür sind ja Demos da, dass man es einfach mal testen kann. Und ja, ich kann gerade nur sagen, danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Demo so optisch? Ihr habt es natürlich jetzt nicht selbst gespielt, aber ihr könnt aktuell auf Steam verfügbar. Was sagt ihr zu der Demo? Ich fand es irgendwie cool, aber anders. So, und mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen, außer danke. Und dann sehen wir uns sehr gern morgen bei einem weiteren Video auf diesem Kanal wieder. Macht's gut, schönen Tag noch. Bye, bye.